Hallo und herzlich willkommen hier auf Viewhelder.de. Es geht jetzt mal um Physik. Heute möchte ich die Einführung zur Optik machen und noch kurz zeigen, was eine optische Abbildung ist oder der optische Abbildungsmaßstab erklären. Was ist Optik? Nun, ganz einfach gesagt, Optik ist nichts anderes als die Wissenschaft, die sich mit dem Licht beschäftigt. Das heißt, für uns ist das nichts anderes als eine Erklärung, was wir eigentlich sehen und warum wir es sehen. Oder wie ein Mikroskop funktioniert. Warum wir, wenn wir durch ein Teleskop schauen, die Planeten deutlich größer sind. Natürlich stellt sich dann gleich die Frage, wie weit diese Sterne weg sind. Auch das fällt in den Bereich der Optik und auch das möchte ich euch in weiteren Videos irgendwann erklären. Eine schöne Frage, die sich fast jedes Kind stellt, ist, wieso entsteht ein Regenbogen? Auch das fällt in den Bereich der Optik. Nun, die erste Frage, die sich stellt, ist, wie kommt eigentlich das Licht her? Wo kommt es her? Wir sehen sofort, am Tag ist Licht da, nachts ist kein Licht da, das heißt, es muss mit der Sonne zusammenhängen, die Sonne ist dafür eine Lichtquelle. Nun, wenn wir aber ein Zimmer haben mit einem Fenster, ist der ganze Raum hell, obwohl die Sonne durch ein Fenster scheint. Wie kann das sein? Nun, eine Erklärung dafür wäre, alle Gegenstände, die angeschienen werden, streuen das Licht wieder zurück und erhellen so auch den Raum. Das heißt, nicht nur die Sonne ist eine Lichtquelle, sondern alles, was angestrahlt wird, kann wiederum als Lichtquelle gesehen werden und so wird der ganze Raum hell, weil es an der Vase oder an der Wand reflektiert wird und wir den Raum so heller wahrnehmen. Nun, wir müssen anfangs mal ein paar Sachen festlegen, was in der Optik so ist. Das erste wäre, dass leuchtende Punkte strahlen immer in alle Richtungen. Das seht ihr, wenn ihr eine Glühbirne nehmt, die Glühbirne mit in den Raum stellt und anstellt, ihr könnt überall sehen, dass das Licht sich in den Raum ausbreitet. Also leuchtende Punkte strahlen in alle Richtungen. Warum sage ich hier Punkte? Nun, es ist einfach von einer Glühbirne als Punkt auszugehen, wie von einer größeren Fläche. Das macht uns die Sachen oftmals sehr einfach. Eine Glühbirne ist nichts anderes als viele Punkte. Als zweites, man spricht eigentlich immer bei der Sonne von einem Sonnenstrahl. Wenn ihr bei Wolken Himmel in den Himmel schaut, seht ihr manchmal, wie die Sonne an gewissen Stellen die Wolken durchbricht und es sieht aus wie ein Strahl. Man sagt dazu der Sonnenstrahl. Und auch so sagt man das in der Physik, wenn ich eine Glühbirne habe und dann ein Blatt vorne dran hebe und da ein Loch reinmache, dann kommt da nur noch ein Strahl raus. Das könnt ihr eindeutig sehen. Und auch das nennt man einfach Lichtstrahl. Also enge Lichtbündel nennen wir einen Lichtstrahl. Wenn ihr euch so einen Lichtstrahl anschaut, werdet ihr immer sehen, dass er eigentlich immer geradlinig ist. Der ist nie schief oder krumm. Also sind diese Lichtstrahlen immer gerade. Licht breitet sich also immer geradlinig aus. Nun, wenn Gegenstände immer Licht streuen, müssen wir noch eine kleine Unterscheidung bringen, weil wenn alles gleich wäre, dann wäre das Fenster nicht zu unterscheiden von der Wand. Aber ist ja logisch, das habt ihr alle schon mitbekommen, dass wenn Licht durch das Fenster kommt, es durchgeht, aber durch die Wand geht es nicht durch. Das heißt, es gibt durchsichtige und undurchsichtige Körper. Nun, undurchsichtige Körper streuen nur zurück und durchsichtige lassen auch Licht durch. Also undurchsichtige Körper streuen nur zurück und durchsichtige streuen auch nach hinten. Das unterscheidet ganz einfach Glas und eine Wand.
Nun, mit diesen Verschlierungen können wir schon zu der ersten Anwendung kommen, der optischen Abbildung. Wir gehen mal davon aus, dass wir einen Pfeil haben, das war ein Gegenstand, einfach ein Pfeil, der steht hier und zeigt nach oben. Und wir haben eine sogenannte Lochblende, das ist nichts anderes als ein Karton mit einer kleinen Unterbrechung. Hier die Aufsicht. Das nennen wir Lochblende. Und hier hinten haben wir einen Schirm. Das könnte in unserem Fall hier diese weiße Tafel sein, die würde auch gut dafür funktionieren. Könnt aber auch ein DIN A4 Blatt nehmen. So, nun überlegen wir uns, was passiert denn hier. Wir haben gesagt, wir können hier oben fällt Licht von der Sonne drauf und dieser Punkt strahlt, streut das Licht wieder weiter und strahlt selber. Das heißt, von hier gehen in alle Richtungen Lichtstrahlen weg. So, aber nur ein Lichtstrahl geht durch dieses Loch in der Blende. Das heißt, wir können das einfach mal hier machen. Wir haben hier den Punkt, hier die Lochblende und ziehen nun geradlinig den Lichtstrahl durch. So würde sich unser Lichtstrahl bewegen. Das gleiche kann ich für jeden anderen Punkt machen. Einfachheitshalber nehme ich den oberen und den unteren. Das heißt, der untere Punkt, der würde so durch die Blende strahlen. Nun, was bringt uns das? Ja? Wenn das die Spitze ist, ist auch hier die Spitze. Und das ist der Boden. Ich würde hier hinten den Pfeil so rum erkennen. Ihr seht also, der Pfeil hat sich gedreht. Es ist genau spiegelverkehrt. Nun, man erkennt es hier auf dieser Zeichnung auch schon. Dieser Pfeil ist nicht nur gedreht, es hat sich auch die Größe verändert. Und nun sagen wir einfach mal, dieser Gegenstand hier vorne hat die Höhe g, die Gegenstandshöhe groß g, und wenn das die Bildhöhe wäre b, dann kann man einfach ganz einfach definieren. Definieren heißt, wir legen das so fest und sagen a, der Abbildungsmaßstab ist definiert, Doppelpunkt ist gleich definiert, als groß b durch groß g. Das heißt, das Verhältnis von Bildhöhe zur Gegenstandshöhe. Falls jetzt der Schirm da hinten parallel zum Gegenstand steht, kennt ihr ja alle den Strahlensatz. Und ihr wisst natürlich, dann ist das das gleiche wie diese Abstände hier jeweils. Und die nennen wir einfach den Gegenstandsabstand g und den Bildabstand klein b. Das heißt, auch hier wäre es klein b durch klein g. Und das nennen wir Abbildungsmaßstab. Nun, sieht alles sehr theoretisch aus, aber es gibt davon auch Anwendungen. Eine Lochkamera oder ganz normale Kameras funktionieren auf diese Art und Weise. Wenn man das ausprobieren möchte, könnte ich also eine Art Lochkamera bauen. Das ist nichts anderes als ein Karton mit einem ganz, ganz kleinen Loch drin und hinten eine Filmplatte, wenn man genügend Zeit hat, normales Papier. Nun, aber das dauert recht lange. Und je kleiner das Loch ist, umso dünkler wird das Bild. Dafür wird es schärfer. Warum es alles ist, seht ihr in späteren Videos. Danke.